So, hallihallo meine lieben Freunde. Willkommen zurück im schönen Montana. Kurz gesagt, willkommen zurück zu Far Cry 5. In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, haben wir Herc's Mom getroffen, haben den Hafen befreit, haben noch ein bisschen gezombiete Piggies gejagt, die Angels. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier unten noch so im Gebiet ein bisschen freiräumen können. Weil hier oben haben wir ja auch schon gut was geschafft. Ah, hier beim lieben Jacob auch noch nicht wirklich viel. Und deswegen wollte ich mal gucken, was hier noch so Sache ist. Weil wir waren ja momentan so ein bisschen auf Personenjagd. Da haben wir noch zwei. Haben wir hier was in der Nähe? Dr. Charles. Ich glaube, das ist jetzt wieder ein bisschen zweitrangig. Aber jetzt mal gucken, was wir hier in der Nähe haben. Weil ich glaube, Clutch Nixon. Hier, ne? Machen wir das jetzt mal. Aber warte mal, warte mal. Ah, da haben wir mehrere Punkte zu erledigen. Okay. Welcher ist denn jetzt näher? Och. Der ist gut. Na, hier links war ja in der letzten Folge die Party. Ich habe da mal wieder so eine Idee. Ich möchte mal gerade landen. Oh. Keine gute Idee. Gut, landen wir hier. Sind die Schmiede auf der Jagd nach uns? Ist nicht wahr. So. Kollege. Yep. Mist, die jagen uns schon wirklich. So, jetzt gehen wir mal gar nicht auf den Zwirn. Gegenstände. Dann wollen sie uns jetzt später natürlich packen, wa? Deswegen. Yeah! Wer möchte nicht einen 2009er Hiraj FT100 Traktor? Oh, cool, cool, cool. Hat ein bisschen was von Bumblebee. Ja, aber es ist schön, dass man Fahrzeuge auch so bekommen kann. Ja, der ist immer nice, hä? Huh? Das hat ja schon wieder von so einen richtig geilen Dodge Ram. Das ist schön, dass wir auch solche Fahrzeuge umsonst haben. Yeah, cool. Ich möchte gerne. Der sieht doch aus wie. Oh ne. Bekomme ich hier nur Fahrzeuge? Oh nein, ihr sagt nicht, dass meine Idee kaputt geht. Ich wollte den Hubschrauber haben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich hoch 3. Okay. Machen die wieder Jagd auf uns? Machen die wieder Jagd auf uns? Dann bewegen wir uns mal schnell wieder Richtung Helikopter. Nicht mit uns, nicht. Wiedersehen. Die stinkenden Peggys hier.
Wie schön das gerade aussieht. Ja, hätten wir jetzt den Kampfhubschrauber, könnten wir ein bisschen Unheil anstiften. Wo war mal? Kennt ihr das, wenn ihr Stunden später wieder eine gute Idee habt und doch wieder zurück müsst? Aber bevor ich die Idee jetzt vergeige, landen wir erstmal. Die Maschine gerade ziehen. Geh sterben. Nur kurz mal gucken. Okay. Ich brauchte ein bisschen was mit Zunder. Denn da vorne seht ihr ja schon. Ich möchte jetzt da irgendwie landen, ohne das ist hier nämlich irgendwie so ein Drogenfeld. Was? Oh, jetzt schnell weg hier. Naja, hat nicht wirklich viel gebracht. Aber ein bisschen. Machen wir später. Das fällt kaputt. Wieder an den anderen Helikopter kommen. An unseren Kampfjet. Mit dem können wir nämlich wieder ein bisschen aus der Luft agieren. Können wir nämlich wieder irgendwelche Peggy-Stützpunkte so zerstören. So, was müssen wir denn hier machen? Geht um die Helikopter. Tja, woher soll ich denn jetzt wissen, wer da drin sitzt? Du bist mir eine. Oh, sind das auch wieder Drogenfelder? Oh Mann. Da auch? Puh. Schade. Ich dachte, es fängt an zu brennen. Ups.
Wer ist da? Hallo? Oh, sind das keine Drogenfelder, dass ich jetzt ein bisschen irritiert bin. Oh ja. Oh. Ja, doch, irgendwie. Bringt ja mal gar nichts. Also einen Flammenwerfer bräuchte ich jetzt doch. Ich muss doch wieder hoch. Finde den Helikopter vom Aussichtspunkt aus. Okay. Im Suchgebiet. Ich sehe nur überall Drogen. Tja. Hier scheint da nichts zu sein. Ja. Überall sind Peggys. Und überall sind Drogenfelder. Da ist auch schon wieder einiges. Ob das wohl was bringt, wenn wir die abfackeln? Müsste ja dann theoretisch, in Klammern, theoretisch, Erfahrungspunkte geben für uns, weil wir ja wieder Eigentum der Sekte zerstören. Aber ich glaube, sinnlos. Weil da haben wir schon wieder Felder. Die ganze Map ist voller Drogenfelder und von daher, wenn wir jetzt eine Felderfolge machen, glaube ich, bringt das gar nichts. Ich brauche vielleicht einen neuen Heli. Denn der ist schon echt in Mitleidenschaft gezogen. Der Wind, der pfeift hier rein. Mann, Mann, Mann. Da riecht die Scheibe komplett raus. Links ist sie komplett geplatzt. Hm. So, jetzt schauen wir mal. Was da unten? Eine butterweiche Landung, hä? Du sagst das so einfach. Heiß, 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 heiß. Ich glaube, wir haben den richtigen Helikopter gefunden.
Oh Mann. Diese Peggys, die werden immer heftiger. Hey Schatz, nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwandter Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen! Achso, ein Kerl, ja. Denn dann ist es ja doch nicht dein Helikopter. So, jetzt nehmen wir hier mal die knallharte Knarre. Was willst du? Geh schlafen. So, hat man gerade. Irgendwie kaputt. Gut, den hat's erledigt. Was haben wir denn hier Schönes? Ein geheime Vorratskammer. Warum denn Schrot? Das ist eine Vollautomatik. Naja, geht. Ich bin eher der Fan von Automatikwaffen. Ist hier irgendwo ein Peggy? Och, nicht nur irgendeiner. So. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Mein Helikopter noch da? Mach nicht mein Heli kaputt, mach nicht mein Heli kaputt. Dankeschön. Na gut. Sind es ja nur noch zwei Aussichtspunkte. Komm mal ein bisschen höher. An Höhe gewinnt tut er echt langsam, der Heli. Ja, wir fliegen, denn wir wollen siegen. Wir hauen den Peggys auf den Kopf. Naja, nicht auf den Kopf. Wieder mal seidig weiche Landung. Doch, hier hätten wir auch landen können. Oi, 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 es hat hier eine Steigung. Die Jagd auf Tiere ist doch nutzlos, wenn es so viele Sünder gibt, die man gar nicht hat. So, Hubschrauber. Wo steht hier ein Hubschrauber? Da. Sagt ihr sie nicht, wenn es ein Kerl ist? Sollen wir ihn klar machen?
Dankeschön. War wohl doch nicht der Richtige. Moment. Warum zeigt er uns jetzt noch zwei Punkte an? Haben wir da eben gerade falsch gemacht? Jetzt entfernen wir uns wieder von dem Punkt, wo wir gerade waren. Naja, manche Quests sind so ein bisschen komisch, ne? Kommen wir ein bisschen runter. Der qualmt schon wieder recht mächtig. Boah, sorry, aber das Wasser ist echt nicht schön. Das ist so plastisch. Na egal. Sonst sieht die Welt ja relativ schön aus. Hier herrscht natürlich immer richtig heiße Temperaturen, weil wenn man sich mal so in den Bodennebel anguckt, ne, alles vertrocknet. So, da haben wir jetzt wieder den Aussichtspunkt. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir hier irgendwie schon richtig sind. Weil wir von so weit oben rüber gucken müssen zum Helikopter. Okay. Dann ist das der Helikopter, den wir brauchen. Na, wo landet der denn? Okay, da hinten. Gar nicht mal ungefährlich, mitten in der Droge hier. Oh, jetzt sehen wir gleich wieder Sternchen, das ist gar nicht gut. Oder? Ah, nee, sind sie doch nicht, das was ich dachte. Witzig, guck mal, das ist ihr Helikopter, ne? Und dann soll man gucken, welcher es ist. Der sieht komplett anders aus als alle anderen. Hm. Was wird passieren, wenn wir dagegen schießen? Ich will es gar nicht ausprobieren. Na schön, da draußen ist es. So. Jetzt ist der Helikopter weg. Das nehmen wir an der Thermoskanne, wa? Alter. Das ist nun mal eine Spielephysik. Es ist ja echt da hinten hingeflogen. Oh ja, doch, das sind die Drogen. Das sind die Drogen. Kommt jetzt mit dem Heli zurück? Ich denke mal nicht.
Oh, willst du mich jetzt veräppeln? Oder pendelt der jetzt immer links, rechts, rechts, links? Jupp. Dann können wir wieder schön. Ist ja da unten. Also so langsam wird's lästig. Ätzend. Aber wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Komm zu uns, nein. Wir zeigen dir den Weg zu einem neuen Eden. N-Ö-Nö. Ach, Mende. Wenigstens diesmal nicht so weit weg, ne? Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Tu bloß meinem süßen Heli nicht weh. Aktuell sehe ich deinen Heli noch nicht. Dann gucken wir doch mal. So. Da ist er. Ach, mit dem Heli sind wir schneller. Jetzt machen wir keine halben Sachen. Ich jetzt meine Güte, ey. Muss ich gleich verstecken. Ach Mann. Den Helikopter abzugreifen, das ist echt heavy. Dann ist man da, fliegt er wieder Schisserbuchs weg.
Okay. Okay. Töte den Piloten. Jetzt klaut ihr mir meinen Helikopter. Ach, da ist er ja. So. Eieieiei. Schätzchen, sobald du mit allem fertig bist, bringst du mir meine Tulip, ja? Hm. Und falls du unterwegs was siehst, was dir nicht gefällt, dann lass ruhig die aufmontierten Geschütze sprechen. Die Dinger haben mehr Bums als ein Elchenbrunft. Machen wir. Schade, dass du keine Raketen hast. Sind wir gleich am Ziel. Tja, das war ja mal wieder eine komplizierte Beschaffungsmaßnahme, ne? Sie haben ihr Ziel erreicht. Ihr Ziel liegt vor ihnen. Diese gottverdammten Paddys sind hartnäckig wie Herpes. Hoffentlich ist Tulip in der Nähe, denn wir brauchen Hilfe, Schätzchen. Ah. Voll nicht getroffen. Na, warum explodiert ihr denn nicht? Da ist ja noch eine. Ach Mensch.
Sind hier wieder irgendwo welche noch welche Peggys? Geht's ja richtig rund. Alles gut? Scheiße, Mann. Ja, warte, steh auf. Ich hab noch alle wichtigen Teile. Aufmerkung ist nicht an. Heilige Scheiße, gut gemacht. Schätzchen, scheuer mir eine und nenn mich Shirley. Du bist gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Und du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Hm. Also ich halte immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Sehr gut. Ruf mich an, jederzeit. Außer bei Sonnenuntergang. Da macht Xander immer Yoga und ich sehe ihm dabei zu. Ah, okay. Man hat nicht gelebt, wenn man diesen Arsch nicht beim umgekehrten Hund gesehen hat. Wie auch immer, danke, Schätzchen. Ich schulde dir was. Hey, Zuckerbärchen. Alles gut. Supi, freundliche Luftraum. Haben wir ja das doch erledigt. Oh oh. Oh oh. Es fangen schon wieder an, die Sternchen zu blitzen. Das heißt, die versuchen uns gerade schon wieder irgendwie zu manipulieren, in unseren Kopf zu kommen. Die lassen uns auch nicht in Ruhe. In diesem Sinne machen wir uns jetzt ein bisschen klar im Kopf. Ich hoffe, die nächste Folge wird nicht wieder so heavy. Doch. In diesem Sinne, abonnieren und bleibt dran. Bis denn.